Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt kommen die neuesten Nachrichten aus Stampede. Hallo, hier ist Fiona von den Stampeder Bergnissen und heute interviewen wir Frau Hochmann. Was ist hier heute eigentlich los? Ja, ihr seht schon, wir sind hier schwer in Vorbereitung. Das Schild Herzlich willkommen ist auch bereits aufgestellt, denn wir erwarten heute 106 Gäste des Naturparks Dümmer. Okay. Und was gucken die sich hier an oder was machen die hier? Ja, tatsächlich sind die seit heute Morgen sehr früh, 7:30 schon unterwegs auf einer Naturfahrt durch das wunderschöne Dümmerland. Und eine Station, darüber freuen wir uns natürlich sehr, ist eben unsere Stemmweder Bergschule. Du weißt ja schon, dass wir letztes Jahr ausgezeichnet worden sind als Naturparkschule. Und wir werden heute die große Gelegenheit haben, all unsere Aktivitäten, die wir als Naturparkschule bereits absolviert haben oder auch noch gerade machen, hier heute zu zeigen. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist Anne Flenker. Okay, und was machen Sie heute hier? Wir sind heute mit ganz vielen Gästen, die aus dem Naturpark Dümmer sich heute Morgen zusammengefunden haben, unterwegs, um an 10 verschiedenen Stationen den Naturpark Dümmer kennenzulernen. Hallo, hier ist Fiona von den Stampeder Bergnissen und heute interviewen wir einen Herrn. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist Kurt Bockhoop und ich bin der Landrat des Landkreises Diepholz, direkt in der Nachbarschaft, auf der anderen Seite vom Stampeder Berg. Okay, und wie gefiel Ihnen das hier heute? Wie immer, sehr gut, sehr schön. Ich bin ja nicht das erste Mal hier und ich glaube, das ist das dritte Mal hier in der Schule. Und es ist jedes Mal schön und es ist besonders schön, weil es nicht nur fachlich toll ist, was ihr zeigt und was ihr macht, sondern es kommt immer sehr menschlich, sehr herzlich, sehr freundlich rüber, sehr authentisch. Einfach toll. Macht Spaß, hier zu sein bei euch. Okay, und wie sind Sie darauf gekommen, was mit dem Naturpark Dümmer zu tun zu haben? Da bin ich dadurch drauf gekommen, weil ich der Vorsitzende von dem Naturpark Dümmer bin. Und zusammen mit Herrn Tänzer und all den anderen Mitgliedern versuchen wir, den Naturpark immer aktiver zu machen. Die Grenzen sind ja fest, aber was da drin stattfindet, da versuchen wir uns immer was Neues auszudenken, zum Beispiel mit den Naturparkschulen. Und da macht ihr mit. Und dann sind wir hergekommen und wir schauen uns viele Dinge im Augenblick bei dieser Rundreise an. Und ihr seid beim Beispiel Naturparkschulen, es gibt ja noch andere, ihr seid unser Vorzeigeobjekt, weil ihr das besonders toll macht. Hallo, hier ist Lea von den Stemmweder Bergnews. Wie heißen Sie? Ich heiße Rebecca Heuer-Enneken. Okay, und wie finden Sie es hier so? Also ich finde, das macht hier einen sehr guten Eindruck. Ich fand euren Empfang ganz toll. Ich fand die Musik ganz toll, die ihr hier uns vorgespielt habt. Und die Schule macht Eindruck. Dankeschön. Wieso sind Sie denn heute hier? Ich bin eingeladen worden von der Stadt, über die Stadt Damme, von dem Landkreis Diepholz, um halt an einer Reise durch die Landkreise Diepholz und Vechta teilzunehmen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Dr. Romuald Buren. Okay, wieso sind Sie heute hier? Ich bin hier, weil ich Mitglied im Kreistag bin, im Landkreis Diepholz. Und das wurde uns angeboten als eine Möglichkeit, mehr über Region mitzubekommen. Und wie finden Sie es hier so? Hier in der Schule? Ja. Ich finde das grandios, was hier passiert und wie das auch vorgestellt wurde. Und was fanden Sie so am besten? Ich bin von meiner Ausbildung Ökologe und deswegen finde ich die Kombination von Natur, Naturschutz, Umweltbildung auf der einen Seite und einfach schulische Leistung und auch diese Digitalisierungsproblematik einfach sehr gut, sehr zeitgemäß und die Kombination habe ich den Eindruck, dass sie funktioniert hier. Okay, das war's. Dankeschön. Dankeschön. Heute ist Sängerfeuer. Wie heißen Sie? Mein Name ist Elke Bohn. Okay, wieso sind Sie denn heute hier?
Das ist eine Fortbildung für mich, um einfach die Dümmer-Meer-Region hier kennenzulernen. Okay. Und ganz besonders eben hier die Naturparkschule. Ja, und wie finden Sie es hier so? Super, ich bin total begeistert. Also ganz tolle Sachen macht ihr hier und ich sehe auch, dass ihr mit Freude dabei seid. Also ganz, ganz toll. Dankeschön. Das war die Stimme der Bergnuss. Super.